Hallo Leute, lange ist es her, wo ich jetzt mal was von euch bewertet habe. Letztes Mal habe ich ja auf eure Betten, habe ich eure Betten bewertet. Dann habe ich euer Lockscreen von eurem Handys bewertet. Und dieser bewerte ich eure Setups und bewerte die wieder von der Skala von 1 bis 10 ohne die 7. Wenn ihr das nächste Mal mitmachen wollt, dann seid auf jeden Fall im Stream dabei, denn da bewerte ich mal eure Sachen. Also checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung aus. Ansonsten würde ich sagen, lasst einen Hoch da, let's go rein da. Wir haben hier einmal von Nico 1610. Sein Setup hat nicht wirklich viel gezeigt. Der hat nur seine zwei Bildschirme, nicht schlecht, obwohl ich tendenziell eher drei Bildschirm-Fan bin neuerdings, obwohl ich den dritten hier gar nicht nutze. Ist auch interessant irgendwie, keine Ahnung. Hat den Discord-Raum direkt schon auf Minecraft am Zocken, alles klar, günstig. Und hier den PC mit Glas drin, ja, sieht cool aus. Also der PC sieht auf jeden Fall cool aus als meiner. Und vor allem der Tisch ist auch eigentlich ordentlicher als meiner hier. Und vor allem bei ihm kann man auch WASD hier lesen. Bei mir kann man das gar nicht mehr lesen, alles schon abgenutzt. Stabil, Star Wars dabei. Mikrofon, wahrscheinlich auch selbst streamen oder was? Ich verstehe nur für Discord zu suchen. Ich würde es sagen, Bewertung von stabilen 8. Hier von G. Okay, G. Ah ja. Sehr klein, ordentlich fein. PC schon auf dem Boden. Leuchtet wie so ein Monster, ein neues Monster in der Ecke. Ventilator ins Gesicht, sehr praktisch. Aber aufpassen mit Erkältung, ne? So ein Zug ins Gesicht, eher uncool. Ein Bildschirm kenne ich nie wieder irgendwie. Ich habe mich so an drei Bildschirme gewöhnt. Aber witzig war es immer. Ich hatte erst einen Bildschirm gemeint, ich brauche nie zwei Bildschirme. Habe ich einen zweiten Bildschirm geholt und da habe ich gedacht, so, okay, ich brauche echt zwei Bildschirme jetzt immer. Und ohne mit einem Bildschirm kann ich gar nicht mehr. Und dann habe ich einen dritten Bildschirm geholt und jetzt brauche ich mir alle drei. Obwohl ich, wie gesagt, einen halt kaum nutze hier. Den nur zum Stream ab und zu, wo der Chat dann durchrasselt. Wenn man es noch gewohnt ist mit einem Bildschirm, eigentlich voll nice. Weiß, auch sehr gute Farbe, gefällt mir. Stuhl ist auch nicht so krass bequem, weil der Kopf kannst du ja nicht anlehnen so. Also ich würde sagen, 6 von 10. Immerhin ordentlich. Ayumai. Alles Bild ist so klein. Hat die Kamera noch Werbung reingemacht? Red Mini Note 8 Pro? Warum muss deine Kamera den mittleren Wasserzeichen für ein Foto reinmachen? Was ist das denn? Und wie vollgemüllt das hier ist. Und das kann ich niemals haben, wenn irgendwas den Bildschirm belagert. Ich kann nicht. Du hast einen Bildschirm, dann ist der noch hier zum Großteil versperrt von deinem Pokal hier oder was? Aber dann guckst du Stream. Sehr cool. Aber auch Twitch im White Mode. Mach Dunkelmodus doch an. Boah. Nee, also hier muss ich, sorry, hier muss ich eine 4 von 10 geben. Caitlin. Auch geiles Setup, nur Laptop. Ja, wenn es hilft, wenn es reicht. Nicht mein Stream offen, leider. Aber hier ein Bild von mir. Ne, Brot. Hier Lego-Figuren, Kai und Jay, aber nicht Original-Lego. Nimm zwei ordentlich am Gönnen. Oh, ich habe mir Apfelringe gekauft, die liegen in der Küche, da muss ich auch nachher rüberholen. Ja, und vier Trinken auch wichtig. Würde ich 5 von 10 geben, so, weil es halt kein Setup an sich ist, es ist nur so ein Laptop und ein Tisch. Vielleicht eher 5,5 oder sowas. Ein bisschen weiter hoch noch. Ja, das ist, ja, auf jeden Fall ist ein Setup, logisch. Die Maus hier, also die Maus würde ja zum anderen Bild passen, wo der ganze Tisch verdreckt war, aber jetzt passt die Maus ja gar nicht. Wie random ist die Maus hier drin? Du checkst nicht. Ach, wegen Maus, Computermaus und der Maus. Oh mein Gott, Wortspiel. Oh, witzig. Oh mein Gott. Vom Tastatur hieß auch einfach A, B, C, D, E, F, G, H. Das ist nicht mal Tastatur-Layout. So, K hat auch verstanden, auf jeden Fall, wie es heißt, wenn man ein Bild zuschicken muss. Und auch Hochkant noch Foto gemacht. Warum Hochkant? Soll ich hier unten noch, was soll ich hier unten angucken? Den Boden noch belächeln oder was? Was ist das? Warum nur Hochkantbilder? Ey, ein Querbild hätte gereicht, hätte alles gesehen, aber schnell schick 5 Hochkantbilder hin. Macht's viel besser auf jeden Fall. Man muss hier seine Hände, seine Stifte aufladen. Noch mal der so einen Sockel dafür für die Stifte einzeln. Arbeitet man im Mond Teil 1 als Hintergrundbild von Chrome benutzt. Auch eine coole Idee. Aber immerhin clean unten, kein Kabelgedöns. Das ist schon mal ein Vorteil. Wo ist der PC? Wo steht der PC dann? Wenn die Kabel rübergehen? Das ist ja nichts. Hä? Naja, aber ich würde, ja, ich weiß nicht, auch 5 von 10 irgendwie. Vielleicht 6 von 10, aber die Hochkantbilder echt kacke. Ah, das waren 5,5, wie gesagt. Dann sind das 6. Okay, sind das 6 von mir aus. Dann haben wir hier einmal ein Bild von Wolfies Setup. Auch sehr viel Zeug, was da liegt, ne? Sehr viel Krams. Gott, Depp von 2012 auch noch. Oh mein Gott. So eine 3-Euro-Maus. Habe ich auch eine noch. Ein Bildschirm. Bisschen unordentlich auch, ne? Hier steht so eine random Dose rum. Eher Richtung 6. Auch wieder Hochkantbilder, warum auch immer. Check ich nicht, was da los ist. Aber hier auch Mikrofon von oben irgendwie, auch Streamer oder was? Vor allem Bildschirm aus hochgekannt gemacht für den Chat auch. Und ich dachte kurz hier Miraculous Poster, aber das ist von Star Wars. Aber schon sehr clean. Nur triggert mich ein bisschen der Abstand. Hier ist der Abstand größer als hier zum Schrank. Und auch Schuhe hier so, hä? Aber auch nur der linke, oder? Lego hier. Oha, okay, cool, Beleuchtung. Ich würde sagen, weil es schön clean ist und ordentlich und Licht auch cool aussieht, würde ich eine 8 sagen, schon. Bilder triggern mich übertrieben hart. Na, die musst du umhängen. Es hat gedacht, das hier sein Setup. Ja, ein Bildschirm, Tastatur, Controller, Roblox offen. Na, das ist ein PC, ein Xbox ein PC. Ach, Xbox spielt er da gerade. Kann man Roblox auf der Xbox spielen? Scheinbar. 6 von 10, würde ich sagen. Weiter geht's mit A. Na, die heißt ja nicht A, oder? Ah ja, okay. Herr Kurt, das sieht cool aus. Hier so ein Bildschirm mit dem Wallpaper, das drüber geht auch. Auch coole Idee. Aber hier fehlt der dritte Bildschirm noch irgendwie. Das würde voll gut hergeben, denn es ist der Platz und es musste hier noch für den dritten Bildschirm so. Sonst aber schön clean. Stuhl auch krass. Gitarre dieselbe, die ich auch habe. Hier oben so ein paar Figuren. Ja, ich würde schon sagen eine 8. 9 wäre, wenn er noch ein
Bildschirm noch da wäre. Und mit LED-Beleuchtung noch und so, dann wäre es auf jeden Fall eine 10 von 10. Ja, auf jeden Fall ist es dein Setup safe, definitiv, ja. Richtig, ja. Hm? Mein Setup und Mousepad custom-made, by the way. Was heißt denn custom-made von Max? Also wahrscheinlich dann auf per Auftrag, so habe ich Design und will ich das als Mousepad haben. Oh, das ist stark, das ist echt cool. Online nur zwei Bildschirme, aber das scheint auch zu reichen. Krasser PC, übelst heftig sieht er aus. Und hier Miles Morales, sehr cooler Hintergrund, da mein Stream offen. Man kann da auch deinen Kopf hier sehen. Ja, ich würde sagen, schon Richtung 9 von 10. Oder auch, sagen wir, auch eher 8, weil hier sah es insgesamt schon cool aus. Und der hat ja auch noch 8 bekommen. Und bei dir ist das mit Licht halt cool und so. Ich würde sagen, auch 8 von 10 dann. Oh, ja, ist halt Laptop, ne? Ist halt, ja. Mainstream offen, Pluspunkt. Heißt ja kein wirkliches Setup, ist ein Laptop halt, ne? In der Küche wahrscheinlich gemacht. Irgendwie mit Büchern noch, Zeitschriften dran, Tasse daneben dran. Ja, ne? 5 von 10. Ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall. No! Atesali! Oha, so viel Platz und so wenig PC. Oh, eine sehr geile Halterung hier. Einfach so eine Steckdose festgemacht, so eine Stange, was ist hier? Hier dann eher 4 von 10, dann hier 5 von 10, würde ich dann sagen. So rum dann. Das ist ein Ticken besser. Das ist ein mehr Setup als das hier. Das sieht aus, als ist eine Küche einfach Foto gemacht, schnell. Vielleicht sogar 3. Also es ist halt schon räudig ein bisschen. Fischmann, auch wieder hochkant. Leute, wenn ihr ein Setup Foto macht von, bitte macht einfach quer. Sieht man so viel mehr davon. So ein LED-Kasten-Dings neben mir. Aber auch 4 Bildschirme, aber alles so auf runtergucken. Sitzt dann so am PC und guckst dann so hoch oder was dann? Da hätte ich Angst, dass der PC mich angreift gleich oder sich selbst bewegen, so wie bei Portal, irgendwie solche Wände, die auf dich zukommen. Aber PC sieht auch übelst cool aus, solche auch krass. Mein PC sieht dagegen halt richtig scheiße aus. Fischmann, kriegst eine schon so eine 9 von 10. Oder sagen wir 8 von 10, weil mir fehlt noch ein bisschen Persönlichkeit hier. Also hier in der Wand fehlt noch irgendwas Cooles noch, keine Ahnung. Ist sonst cool. Oh Gott, das will. Oh Gott. Puh, das Kabelgedöns hier unten. Ach du Heilige. Hatte ich früher auch immer an meinem Tisch. Hatte ich früher auch. Muss ich dazu sagen, habe ich früher auch genauso gehabt. Mittlerweile habe ich die ganzen Steckerleisten an den Tisch oben festgeschraubt. Und jetzt habe ich unten alles clean. Cleaner, jedenfalls auch nicht clean genug. Es geht noch cleaner auf jeden Fall. Das ist räudig. Ist ein Fleck hier einfach? Wenn ich das eine 4 von 10 gebe, dann muss das eine 3 von 10 werden. Obwohl hier ist ja wenigstens noch cleaner. Hier ist noch sauber ordentlich. Hier ist es ja absolut räudig hier. Ja, Richtung 3 von 10. Aber ein Stream offen, deswegen keine 0 von 10, aber... Wie wär's, wenn du mal mit dem Ärmel von deinem Shirt oder mit deinem T-Shirt mal deine Linse mal sauber machst? Die ist ja übel verschmiert, übelst fettig. Immerhin 3 Bildschirme. Besser. Zockst du irgendein Spiel gerade, währenddessen mein YouTube offen, auch sehr gut. Ah, 5 von 10. Nochmal mit Blitzlicht, mach's besser auf jeden Fall. Ah, lieber ohne Blitz. Ein Fernseher, der auf dem Boden steht, ist auf dem Boden. Ah, das ist, glaube ich, die normale Wohnzimmerecke. Das ist, glaube ich, kein PC. Aber es sieht ja nach Wohnzimmer aus, das ist ein Fernseher. Das ist kein PC-Bildschirm. Ich zocke am Fernseher, weil ich kein Psychopath bin. Okay, minus 2 Punkte, weiter geht's. Ein selben Bildschirm wie ich? Krass, ja, von Benku, ne? Kaugummis, Block, ja, ist okay. 4, 5 von 10. Oh, sieht auf jeden Fall cozy aus, sehr gemütlich. Die Lampe habe ich früher auch so eine. 1, 2 selbe Lampe. Eine Leiter, auch sehr wichtig, hatte ich früher auch meinen Streams im Hintergrund. Auch sehr voll alles. Kabels hier auch ein bisschen geordnet auf jeden Fall. Aber ich auch gefühlt nach hinten geschoben, dann die Ecke da rein. 5,5 bis 6, 6 von 10, sag ich mal, 6 von 10. Pluspunkt ist die Leiter auf jeden Fall. Okay, ist jetzt sehr viel Persönlichkeit, sehr viel Manga hier, glaube ich auch, oder? Ist es Manga? Weiß ich gar nicht. So ein Luftballon-Tiger. Mit 2 Bildschirme auch, aber große, mein Stream offen, wie ich gerade bewerte. Ach ja, krass. Hier so ein Millimeterpapier-Unterschläger-Dings. Machst du das viel zu so Designer-Kram oder was? Zum Schnitzen oder irgendwas basteln? Klimalüftung direkt neben dem Kopf. Erkältung kommt schon mal. Schon eher Richtung 8. Für den neuen würde da noch ein Bildschirm fehlen und ein bisschen LED-Gedöns. Ich mag das halt. Aber auch komisch, dass du das stimmt, dass den Tisch so im Raum reingebaut, ne? Das heißt, da hinten, da läuft noch jemand rum, da wahrscheinlich dann, ne? Oh. Streamt du derjenige nicht, ne? Weil dann sieht man durch ein Fenster ja, wo der wohnt. Ich hab dich easy. Hier noch mein zweites Setup. Zweites Setup? Wie zweites Setup? Du hast schon die Sachen alle hier und dann hast du noch ein zweites Setup? Aber warum? Warum das zweite Setup hier? Aquarium hier hinten auch? Das ist doch Monte, oder? Ist nicht bei Monte zu Hause? Hat er nicht so ein Aquarium? Das ist halt kein Setup, ist halt, man baust gerade zusammen dein PC. Interessant auch zu wissen, von wo aus ihr dann mein Stream guckt. Auf jeden Fall sehr spannend, finde ich, ja. Ich bin Profi, Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfell.